Naja, woanders ist es vielleicht auch schön, aber bei uns in Mittweida gibt es grundlegende Informationen und Kenntnisse in allen Bereichen der sozialen Arbeit. Und ich glaube, da können wir uns sehr gut sehen lassen mit dem Angebot. Es ist ein generalistisch ausgerichteter Studiengang, der also sowohl professionsbezogene als auch wissenschaftliche und kommunikative Kompetenzen auch verbindet mit also hohen Praxisanteilen. Also ich denke, da haben wir eine sehr gute Mischung gefunden in Mittweida. Wir sind ja seit einigen Jahren da auch schon am Markt und am Start und der Studiengang ist ja auch sehr gut nachgefragt. Zunächst mal, wir haben verschiedene inhaltliche Bausteine, aus denen sich das Studium zusammengesetzt. Das ist ja immer so modular, Kästchen für Kästchen wird abgearbeitet. So funktioniert das. Und dann gibt es zunächst einmal die Lebensalter und die Lebenslagen, was uns immer ausgezeichnet hat und was ganz Besonderes ist, eine Orientierung an den vier verschiedenen Altersgruppen, Kindheit, Alter, Jugend und Seniorinnen, Senioren, Altern in der sozialen Arbeit, ja auch immer wichtiger in der Gesellschaft. Das ist also das eine. Da werden grundlegende Kenntnisse vermittelt und vertieft. Dann haben wir einen großen Bereich, der sehr wichtig ist, also Sozialpolitik, Recht, Organisation. Es braucht eben auch juristische Fachkenntnisse. Wenn ich Menschen auch beraten will, dann muss ich wissen, wo die Rechtslage ist und wo vielleicht auch das Gesetz ist oder der Paragraph, mit dem ich auch konkret helfen kann. Dann gibt es etwas, was wir jetzt neu haben in der Reakkreditierung, die vor kurzem erfolgt sind. Wir fangen ja seit dem Sommersemester 2020 mit neuen Stundenplänen an. Und wir haben jetzt einen Bereich geschaffen, der heißt Gesellschaft und Teilhabe, der sich ganz allgemein mit gesellschaftlichen Fragen, mit sozialer Ungleichheit, mit den verschiedenen Dimensionen von Geschlecht, von Rassismus, von sozialer Ungleichheit, von allen möglichen Thematiken, die Gesellschaft und Politik betreffen, beschäftigt. Dann gibt es weiterhin noch einen Bereich, der sich auseinandersetzt mit der Profession soziale Arbeit. Das ist eine professionelle Disziplin. Und dort geht es um ethische Grundlagen, um Methoden der sozialen Arbeit, um Fachwissen, das einen sehr nah auch ranbringt an die Grundlagen dieses Faches, das ja auch schon eine sehr lange Tradition hat. Ja, die Praxis, also wird bei uns ganz groß geschrieben. Wir haben es gibt ja zwei Studiengänge soziale Arbeit, den berufsbegleitenden Studiengang und den Direktstudiengang oder Vollzeitstudiengang. Ich nenne das mal die einen berufsbegleitenden, die anderen Direktstudium, weil das so die bei uns eingebürgerte Bezeichnung ist. In dem Direkt-, also Vollzeitstudiengang, gibt es mehrere Praktika, die auch zu absolvieren sind. Schon nach dem ersten Semester, 4 Wochen, bei einer Einrichtung der sozialen Arbeit, die die Studierenden sich selber aussuchen können. Es gibt da auch eine Praxisstellendatenbank der Hochschule, wo die alle dabei sind. Die haben wir also auch geprüft, dass die auch gehen, diese Stellen, und dass man da auch wirklich also ordentlich betreut wird. Dann gibt es, das ist das große Praktikum, in der Mitte des Studiums gelagert, im 4. Semester. Da ist man ein ganzes Semester, 100 Tage Minimum, also bei einer Einrichtung der sozialen Arbeit im Vollzeitpraktikum, wie ein dort Angestellter sozusagen von der Zeit her, aber eben auch mit gleichzeitig Reflexion und Einheiten, wo an der Hochschule nochmal rückgekoppelt wird und diese Praxis auch bearbeitet wird. Da gibt es also nicht nur, wie man das vielleicht aus der Schule kennt, so einen Praxisbericht oder Praktikumsbericht, den ich dann mal schreiben muss, sondern während dieser Praktikumszeit gibt es eben auch Zeiten an der Hochschule, wo in kleinen Gruppen über das Praktikum reflektiert, diskutiert wird und wo also auch dann Personen, die Praxiserfahrung haben und Dozentinnen und Dozenten unserer Fakultät auch nochmal Anleitung geben, Rückmeldungen geben und Tipps geben, wie es besser geht. Das ist ein Punkt Praxis und natürlich nicht zu vernachlässigen, das Praxisforschungsprojekt könnte man es nennen oder das Projektstudium, was wir im Vollzeitstudium, Direktstudium ab dem 2. Semester künftig machen, bei den Berufsbegleitenden etwas später ab dem 4. Semester. Da geht es darum, auch nochmal Felder der sozialen Arbeit selbst zu erforschen, ins Feld zu gehen und etwas auszuprobieren. Also sozusagen frei, auch in kleineren Gruppen. Während das war also mehr oder weniger das Vollzeit-Direktstudium. Bei den Berufsbegleitenden ist kein Praktikum nötig. Die arbeiten ja schon in der sozialen Arbeit, Genau. sollte man denken. Gibt es aber auch was Neueres. Also ab jetzt haben wir doch ein Kurzpraktikum in einem anderen Feld, als wo sie bisher schon waren. Da wird es 5 Wochen geben, wo die in die Praxis müssen künftig.
Aber entscheidend ist für uns, also die meiste Praxis findet während des Studiums statt. Die haben also die Möglichkeit ja zu arbeiten und die können auch ihre eigene und sollen ihre eigene Berufspraxis und was sie da erleben, an Fällen haben, einbringen in also ein das gesamte Studium vom ersten bis siebten Semester, zweiten bis siebten Semester durchziehendes, also in eine Praktikumswerkstatt, Praxiswerkstatt, wo die Fallarbeit machen und Fälle aufarbeiten aus der eigenen Praxis. Die soziale Arbeit ist absolut nachgefragt, ist ein immer noch wachsender Arbeitsmarkt und ständig sind dort Menschen gefragt, die diesen Job machen wollen, die da einsteigen wollen und Lust darauf haben. Und das gesamte Feld also der sozialen Arbeit steht offen. Ich sagte ja schon, 4 Lebensalter, da können wir anfangen mit den Kindern. Und dann sind wir im Bildungsbereich, im Erziehungsbereich, in den Kindergärten, Kitas, Einrichtungen, die es da gibt. Wir sind dann in der Familienhilfe, in der Jugendarbeit, in der offenen Kinder- und Jugendarbeit gibt es Plätze, in Jugendzentren, Streetworking immer noch nach wie vor, Schulsozialarbeit ist auch für Studierende der sozialen Arbeit offen. Also das sind die Bereiche für Kinder und Jugendliche im Wesentlichen und dann für Erwachsene die allgemeine Bildungsarbeit, wiederum auch Streetworking, Sozialarbeit, Jugendgerichtshilfe, Gerichtshilfe. Es gibt Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter in allen möglichen Einrichtungen, im Knast gibt es die, es gibt sie in der in den Ämtern, in der Verwaltung, sie sind bei Arbeitgebern, betriebliche Sozialarbeit, also ein ganz, ganz breites Spektrum. In Kliniken, klinische soziale Arbeit, Suchtkliniken oder anderen Orten, da gibt es auch noch Felder. Und dann sind wir bei den Alten angekommen oder älteren Menschen. Also auch im Alter gibt es soziale Arbeit, die nötig ist. Manchmal also in auch wiederum offene Formen und geschlossene Formen, wo alte Menschen untergebracht sind, in Pflegeheimen, also überall werden Sozialarbeitende gebraucht. Und wir sind also, eigentlich sind wir überall. Also erstmal zu dieser Frage. Als Interessierte oder Interessierter sollten Sie, wenn es geht, gute Noten haben. Wir sind ja nachgefragt und da gibt es einen kleinen Numerus Clausus. Das bedeutet also, dass wir diejenigen nur nehmen können, die die beste Abschlussnote haben. Wobei, so schwer ist das auch wieder nicht. Ich gehe mal davon aus, alle können sich also bewerben. Das sollten Sie in jedem Fall probieren. Und es sind meistens genügend Plätze da, dass man auch noch nachrücken kann. Also ich würde mich jetzt nicht von einer schlechten Schul- oder Ausbildungsnote, die da die Voraussetzung ist, auf der Hochschulzugangsberechtigung von einer Bewerbung abhalten lassen. Ich glaube, also da gibt es Wege, bei uns auch reinzukommen. Müssen Sie einfach mal probieren. Also ich kann da nur zu ermutigen, sich einfach zu bewerben. Es gibt ja auch das Instrument der Warteliste. Insofern kein Problem. Aber was ich eigentlich wichtig finde, was man mitbringen will, müsste, wäre auch diesen Job machen zu wollen und also vielleicht eine Persönlichkeit zu sein oder eine Persönlichkeit entwickeln zu wollen. Das ist ja auch Persönlichkeitsentwicklung, die im Studium stattfindet und in der Praxis stattfindet. Eine Persönlichkeit, die also Menschen helfen möchte und dieses professionell tun möchte und dafür auch ein gewisses Händchen hat für den Umgang mit Menschen, für das Einschätzen, vielleicht auch schon mit dem eigenen Verstand, so was denn also ein Mensch auch für Probleme haben kann und eine solidarische Grundhaltung zu entwickeln, glaube ich, ist ganz wichtig für dieses Studium und besonders für die Praxis. Also in der Praxis zeigt es sich ja dann tatsächlich. Also wir brauchen da nicht in erster Linie theoretische Überfliegerinnen und Überflieger, sondern wir brauchen Leute, die praktisch arbeiten, die Menschen helfen wollen und die das gut und professionell machen wollen. Wir haben einen großen Zusammenhalt immer in den jeweiligen Jahrgängen, die da zusammen studieren. Und es sind jedes Jahr etwa 55 Direktstudentinnen, Studenten und 55 Berufsbegleitende, die sie auch im Laufe der Zeit kennen und lieben und schätzen lernen werden. Und die unterstützen sich schon gegenseitig. Und das ist auch ganz wichtig, ob das die Fahrgemeinschaft ist oder auch die Lerngemeinschaft bei Gruppenaufgaben und ähnlichen Dingen. Da müssen sie auch so ein bisschen vielleicht Toleranz mitbringen, aber eben auch das Interesse, sich gegenseitig zu unterstützen. Das ist ganz wichtig.
Es gibt natürlich auch Vorlesungen, wo Sie mal mit 55 Leuten oder auch vielleicht mal mit 100, wenn was zusammengelegt ist, in einem Hörsaal sitzen und was mitschreiben und vielleicht ein bisschen diskutieren. Aber der Sinn unseres Studiums ist eigentlich sehr stark auch das Gesprächsweise zu lösen, miteinander in Kontakt zu sein. Und wie ich schon sagte, es gibt eine ganze Reihe von Seminaren, die auch in kleinen Gruppen angeboten werden. Also entweder der halbe Jahrgang oder doch auch bei Kommunikation, Methoden, Rhetorik und anderen Dingen, den Projektgruppen, den Werkstattgruppen. Da sind das relativ kleine Gruppen, die auch über längere Zeiträume zusammenbleiben. Das sind vielleicht 13, 14 Leute, die da jeweils gemeinsam auch über längere Zeiträume hinweg eine Arbeit machen. Und dafür haben wir auch ein motiviertes Team. Wir sind 13 Professorinnen und Professoren, die sich sehr anstrengen, etwas zu tun. Und neben den Professorinnen und Professoren haben wir noch engagiertes Personal in der Fakultät. Und was für uns nochmal ganz wichtig ist, außerdem auch Menschen aus der Praxis. Wir haben Lehrbeauftragte, die das nicht nur als Notnagel machen, sondern die das Feld auch kennen, die Arbeitsfelder kennen, die Methoden kennen und die wirklich auch in kleineren Gruppen dann häufig Seminare geben, wo sie Menschen haben, die soziale Arbeit auch aus dem FF kennen und eben nicht nur theoretisch was drauf haben.